Drei Tage war die Ausstellung der Patchwork-Gilde Austria im Veranstaltungszentrum Krieglach für Besucher geöffnet und ermöglichte viele Einblicke, vor allem für Patchwork-Freunde. Nun gleich einmal zuerst, was versteht man unter einem Quilt? Ein Quilt besteht aus drei Lagen. Die erste Lage ist schön gestaltetes Top, das heißt, man zerschneidet Stoffe, vernäht sie in die verschiedensten Formen, Blöcke. In der Mitte ist dann ein Vlies und die Rückseite besteht aus einem meist einfarbigen Stück Stoff. Diese drei Lagen werden dann durch Quilten, das sind Quiltstiche, miteinander verbunden. Die Grundidee vom Patchwork war eigentlich nicht das Dekorative, was in heutiger Zeit zählt, sondern eigentlich das Wärmende. Frauen haben die Not, aus Not heraus Stoffe zerschnitten, meistens alte Kleiderstoffe, haben daraus Decken genäht, mit denen sie sich halt dann zugedeckt haben. Heute ist eher das Dekorative im Vordergrund, das heißt, es werden Wandbehänge meistens hergestellt und es wird viel für Ausstellungen gearbeitet. Dass sich sehr viele mit dieser Technik in Österreich angefreundet haben, beweist die Patchwork-Gilde Austria eindeutig. Wir sind ein Verein, der 1996 gegründet wurde und wir veranstalten jährlich ein Quiltfest, wo unsere Mitglieder, momentan ca. 750 an der Zahl, ihre Quilts, ihre Werke, die sie im Laufe eines Jahres gemacht haben, ausstellen können. Wir haben ca. um die 300, 320 Quilts ausgestellt heuer. Dass das Quiltfest in Krieglach stattfand, war Ilse Büreschitz nicht ganz unbeteiligt, ebenfalls Mitglied der Patchwork-Gilde Austria. Das dritte Mal mache ich heuer beim Kunstmarkt in Krieglach mit und wir haben schon immer in diesem Veranstaltungszentrum ausgestellt und dadurch kam ich auf die Idee, dass wir auch die Quiltausstellung, das Quiltfest heuer hier veranstalten können. Das Quiltfest ist wirklich ganz was Besonderes und zwar die Patchwork-Gilde Austria veranstaltet alljährlich in einem Bundesland ein Quiltfest. Ich sage ja normalerweise, so ist mir erzählt worden, ist es jeweils in der Landeshauptstadt und heuer haben sie es in der Steiermark bei uns in Krieglach gemacht und das ist wirklich eine besondere Auszeichnung und wenn man sieht eigentlich, dass Teilnehmerinnen aus ganz Österreich, aus allen Bundesländern vertreten sind, dann sieht man, welche Wertigkeit diese Veranstaltung hat. Ein Geschenk der Patchwork-Gilde Austria soll das unter Beweis stellen. Dieser Baum ist ein Geschenk für die Marktgemeinde Krieglach, die uns die Räumlichkeiten hier zur Verfügung gestellt hat. Jedes Mitglied, das unsere Ausstellung besucht, wird ein Blatt auf diesen Baum heften. Und am Ende unserer Ausstellung, also am Sonntag um 17 Uhr, wird der Baum der Frau Bürgermeister übergeben werden. Hoffentlich voll mit lauter Blättern. Er soll symbolisieren die Waldheimat, den Wald, die Bäume, die wir da rund um Krieglach finden können. Eine Tatsache war bei dieser Ausstellung immer wieder zu vernehmen. Wer sich mit Patchwork beschäftigt, kommt nicht mehr so schnell davon los. Ja, das ist leider ein Virus. Naja, weil man das halt dann nicht mehr lässt. Es wird zur Sucht. Auch das ist ein Suchtgiftverhalten. Schöne Stoffe sammeln, nicht widerstehen können und dann auch neue Techniken erlernen, um eben sich nicht so zu plagen, weil es schaut ja oft sehr kompliziert aus und mit der richtigen Technik wird es relativ einfach, unter Anführungszeichen. Viel Arbeit ist immer dahinter. Das gehört dazu.